Ja, hallo zusammen, grüßt euch zu einer neuen Folge Werner Vino. Heute gehen wir mal wieder in die USA. Haben wir ja gesagt, wir wollen da ein bisschen mehr mal wieder machen. Und ja, heute mal auch wieder eine Rebsorte, die wir nicht so oft gebracht haben. Aber hin und wieder mag ich die eigentlich ganz gerne. Und tja, wir gehen wieder nach Kalifornien. Ist ja doch irgendwie eine recht viel schichtige Weinregion und mir gefällt es eigentlich doch ganz gut und ich, ja, Kalifornien halt, ja? Ihr habt ja alle Bottle Shock gesehen, also kann man schon lassen. Also Cabernet Sauvignon heute und ist ja eher so eine kräftige, heftige Rebsorte und wir probieren heute einen 2009er Fox Love von Bob Warner. Bob Warner macht seinen Wein seit 1991, ist angesiedelt, also der hier ist angesiedelt in Paso Robles, das ist bei der Central Coast, ist, ziemlich im Süden von der Central Coast. Der Bob Warner, der hat ein, ja, ein Weingut, das ist für USA-Verhältnisse nicht so klein, für deutsche Verhältnisse riesig. Ich habe es mal ausgerechnet, das sind ungefähr so 250 Hektar, die da gemacht, angebaut werden. Mostly, also meistens ist es nicht Sauvignon Blanc, Chardonnay natürlich. Chardonnay. Und der Chardonnay von ihm, der ist eigentlich auch ganz, ja, der ist schon gut. Also ich habe noch nicht probiert, es wird aber Zeit, dass wir das mal probieren. Aber so was ich bisher so gehört habe, soll der echt gut sein. Und ja, schauen wir mal. Probieren wir vielleicht mal demnächst. Aber probieren wir erstmal den Cabernet heute. Cabernet Sauvignon. Es gab ja so einen absoluten Cabernet Sauvignon-Boom mal eine Zeit lang. Er ist jetzt ein bisschen wie in Vergessenheit geraten. Ich weiß gar nicht warum. Also ich höre eigentlich relativ selten vom Cabernet was. Also es gibt andauernd Spätburgunder wird andauernd genannt. Mag ich ja wirklich sehr gerne, aber ich finde hin und wieder mal so ein Cabernet, das ist auch mal was. Also der Cabernet hier ist Jahrgang 2009. Wie gesagt, Foxglove. Fuchshandschuhe. Das sind doch diese komischen Dinger, die die Frauen früher getragen haben mit so, ihr wisst schon, so über die Hände. Der hier, ich hoffe mal, das hat dann nichts mit dem Geschmack zu tun, dass es so pelzig wird. Also, mal schauen. Also, 2009er, der ist schon ein bisschen gereift. Sowas könnt ihr auch ganz gut bekommen. Also im Import kriegt man sowas. Ist auch, ja, ich sage jetzt mal nicht so einer der absolut bekannten Winzer, denke ich mal. Aber auf jeden Fall, wenn ihr hier euch das anschaut, richtig, richtig dunkler Wein. Also so manche Leute würden sagen, ja, das ist Rotwein, ja. Aber ich mag den auch. Das ist so eine Fruchtbombe. Das ist wirklich eine Fruchtbombe. Boah. Da ist richtig Kraft dahinter. Puh, richtig dunkle Früchte, so Pflaumen sind da drin. So reifes, gedörrtes Obst, so ein bisschen so ist da auch dabei. So wirklich so, als wenn ihr so in einer ganz reife Zwetschge so reinbeißt, so riecht es jetzt ungefähr so. Also hat was. Gefällt mir eigentlich echt sehr gut vom Geruch her. Was ich jetzt nicht so merke, das sind so Holzaromen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der aus dem Stahltank ist. Auch so was Kräftiges, was Pfeffriges ist noch dabei. Der ist schön. Der
kann auch ein bisschen Luft vertragen. Ich würde sagen, der ist gerade in einem richtig guten Trinkalter. Probieren wir. Ist auch ungefähr das da, was man so denkt. Ich schmecke jetzt übrigens immer noch. Er ist immer noch da. Und jetzt kommt er lang, ist er langsam weg. Also ihr seht, wie lange hier der Nachhall vom Wein ist. Es ist richtig toll. Gefällt mir, ja. Es hat nicht diese Holzaromatik, die jetzt hier vielleicht auch, ich glaube, das ist auch gar nicht gewollt bei dem hier, sondern dass wir hier mal so einen klaren Cabernet einfach haben. Das ist nicht ganz reinsortig. Da ist auch noch ein bisschen was anderes dabei. Bisschen Petit Verdot. Und ein bisschen Cabernet Franc. Jetzt denkt ihr euch, ja, der kann das aber ganz schön rausfinden mit der Nase und mit dem Geschmack. Ich hab ein bisschen recherchiert. Aber der ist richtig gut, also gefällt mir gut, also vor allem diese reifen, dunklen, Pflaumen, heftigen, kräftigen Noten. Das ist für mich ein absoluter Wildwein. Wildwein, Steak, richtig rotes, gebratenes Fleisch dazu. Und ihr wisst ja, wer so ein Glas trinkt, spart sich eine Stunde Fitness. Eine Stunde Sport ist ein Glas Rotwein. Haben jetzt Wissenschaftler rausgefunden. Finde ich cool. Trinkt's mehr Rotwein. Also man wird ja in Jahrgängen gerechnet. Und 1991 ist jetzt auch für die USA noch relativ jung. Ist ja auch erst der 24. Jahrgang. Wenn das der 2015er ist, das hier ist jetzt der 19. Jahrgang ungefähr. 19., 20. Jahrgang. 19. Fällt mir echt gut. Also es fehlt noch ein bisschen was zur Spitze. Also ich fände so ein bisschen Holz wäre nicht verkehrt, aber für ein Cabernet Sauvignon, für die Preisklasse, wir bewegen uns in einem Rahmen, kriegt ihr in Deutschland so zwischen 15 und 20 Euro. Und dafür, dass es ja importiert ist, ist es nicht verkehrt. Und ich denke, ihr müsst relativ lange suchen, um so ein Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon zu finden. Und finde ich eigentlich echt gut. Es fehlt ein bisschen was zur Spitzenklasse, also. Aber trotzdem, der ist top. Mag ich. Den mag ich echt gern. Da trinke ich noch ein Glas heute. Übrigens, Alkohol, was glaubt ihr, was der hat? Ja, richtig geschätzt. Der ist über 14. Der ist bei 14,7%. Also, merkt ihr einfach, der ist ein bisschen, das ist was für die Marmeladinger. Ja? Kann man auch mal mögen. Einmal, drei, zweimal, dreimal im Jahr trinke ich sowas auch mal ganz gern. Heute ist so ein Tag. Trotzdem, der hat auch so etwas leicht Tabakiges. Schokoladiges. Nee, nicht schokoladig. Mokka. Das trifft so. Ein bisschen Mokka. Richtig schwerer Wein. Richtig schwerer Wein. Mag ich hin und wieder echt gern. Heute ist so ein Tag. Und weil heute so ein Tag ist,
sind wir hier auch bei 44 Punkten. 44 Punkte hat er verdient. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall eine Idee. Und ja, ich mag hin und wieder auch mal wieder was Amerikanisches. Das wisst ihr ja. Also, bis bald, macht's gut, Servus.